Hallo, ich lese Medikamente im Test von der Stiftung Warentest, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Ich bin im Kapitel Haut-Haare beim Thema Akne. Es werden Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und das Ganze schließt mit Tenside. Es gibt ein Ampelsystem, grün, gelb und rot und Tenside sind grün. Tenside, Ammoniumdodecylsulfat plus Dodecylbenzolsulfonsäure, in Klammern äußerlich, geeignet zum Reinigen der Haut bei Akne. Dieses Mittel enthält zwei waschaktive chemische Substanzen, in Klammern Tenside, die sowohl reinigen als auch antibakteriell wirken. Damit wird der Fettfilm auf der Haut entfernt und die Haut etwas ausgetrocknet. Auch sollen die entzündungsauslösenden Bakterien in den Aknepusteln in ihrer Vermehrung gebremst werden. Das Medikament kann zur Hautreinigung bei Akne eingesetzt werden. Wichtig zu wissen: Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich diese Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Damit schließt der Teil Akne und im Kapitel Haut und Haare oder Haut, Haare geht es weiter mit aktinische Keratose.